Mächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Herr Divisch meinte, du schlägst dich mit Problemen herum. Und recht hat er. Diese verdammten Gerüchte. Wegen ihnen liegen meine Steinblöcke einfach nur nutzlos herum. Was ist denn mit den Steinen? Ein Stück brach ab und fiel jemandem auf den Kopf. Sie sagen, es lag an der Qualität des Steinblocks. Ha! Die waren wohl eher betrunken. Ist denn nicht möglich, dass... Nein! Sie kriegen immer das beste Gestein. Es wäre eine Sünde, ein heiliges Bauwerk aus schlechten Steinen zu errichten. Ah, tut mir leid, dass du Probleme hast. Ich wünsche dir viel Glück. Ach, Glück kann ich gebrauchen. Die Sache stinkt nach Geldgier und Politik. Was weißt du über die Gerüchte? Im Kloster gab es einen Unfall. Und es sind Gerüchte im Umlauf, dass es wegen Gestein von minderer Qualität passiert wäre. Kann es denn nicht einfach mal passieren, dass ein Steinblock nichts taugt? Nein, das ist Verleumdung. Vielleicht fanden sie meine Blöcke zu teuer und haben sich einen neuen Steinbruch gesucht. Was auch dahinter steckt, ich will es wissen. Hier ist etwas von dem unglückseligen Stein, um den es geht. Alt und verwittert. Und sicher nicht von mir. Was? Das ist kein Gestein aus meinem Steinbruch. Siehst du die Körnung? Die stammt nicht von der Verwitterung. Der Stein kommt von anderswo. Habt ihr die letzten Steine bereits zugeschnitten geliefert? Nein. Warum sollten wir? Wir liefern das Gestein stets in dicken Blöcken. Ist einfacher für uns. Seltsam. Dort sagte man mir, sie waren froh, dass du kleine Stücke geliefert hast, weil es für sie weniger Arbeit war. Aber das ist unmöglich. Scheint, als wäre dein Steinblock nie angekommen und sie haben das hier erhalten. Unmöglich. Den letzten Block habe ich persönlich ausgeliefert, weil ich mit den Mönchen reden wollte. Und unterwegs ist nichts passiert. Dann muss dort jemand die Lieferung ausgetauscht haben. Aber was hätten die Arbeiter davon, die Lieferung zu ersetzen und dann zu behaupten, sie käme von uns? Ich glaube nicht, dass die Arbeiter wissen, was passiert ist. Da hat jemand anderes seine Finger im Spiel gehabt. Ein Dieb? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Guten Tag. Ist irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Da fallen mir zwei Sachen ein. Als wir das Gerüst erweiterten, grub jemand bei der Mauer einen menschlichen Schädel aus. Mit Hörnern. Der Gerüstbauer Leszek hat ihn gleich beseitigt, aber es gab sofort Gerüchte um das Teil. Es heißt, der Bau sei verflucht. Ein Schädel mit Hörnern? Wie kam er dorthin? Weiß ich nicht. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber es gab genug Zeugen. Frag am besten Leszek. Er kann dir sicher mehr erzählen. Was ist mit der zweiten Sache? Einer der Arbeiter ist abgehauen. Ist das ungewöhnlich? Ja, schon. Wenn man abhaut, nimmt man normalerweise Dinge mit. Aber er hat alles zurückgelassen. Wirklich alles. Und seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er hat keinem gesagt, was er vorhat. Ich habe mich umgesehen. Der Stein, der auf den Mann fiel, ist anders als die üblichen. Ja, eine ganz schlechte Qualität. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Wir hatten sonst nichts und mussten weitermachen. So meinte ich das nicht. Diese Gesteinsart gibt es nicht in Thalberg. Jemand muss die letzte Lieferung ausgetauscht haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Vielleicht wurde der neuwertige Steinblock gestohlen und durch einen alten ersetzt. Oder der Bau sollte sabotiert werden. Aber der Wagen stand still. Es hatte geregnet und die Arbeit ruhte, weil wir sonst knietief im Schlamm gestanden hätten. Jemand musste also ungesehen den Steinblock fortschaffen. Diesen riesigen Steinblock?
Dafür bräuchte man mehrere starke Männer. Ich weiß, du willst nur helfen, aber das wäre jemandem aufgefallen. Das schafft keiner, ohne bemerkt zu werden. Dein Lehrling steckt hinter all dem, Baumeister. Was? Leszek sagte mir, der Schädel war Smolas Idee und dass er auch schuld am minderwertigen Gestein ist. Und noch Schlimmeres. Grundgütiger, warum tut der Bursche so etwas? Ich habe immer für ihn gesorgt und... Jesus! Pass etwas besser auf! Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Divisch. Huh.